Wir machen in unserer Agentur Bildungsveranstaltungen, Bildungsprogramme. Dafür können sich Leute anmelden und auch wieder abmelden. Und in diesen Abmeldungen bekommen wir teilweise wahnsinnig lange Begründungen. Und zwar auch sehr private. Da geht es um Schwangerschaften und Krankheiten von Partnerin oder Partner und blöden Chefs oder ausgefallenen Kollegen und ganz viel Stress bei der Arbeit und Autounfälle. Und ich weiß nicht was, Krankheiten, 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 sehr viel und teilweise auch sehr detailliert. Das wirkt manchmal auch ein bisschen unfreiwillig komisch, aber es macht ganz ernsthafte Probleme. Kleinere Probleme im Arbeitsumfeld und größere Probleme vielleicht gesellschaftlich. Und das will ich kurz besprechen und erzählen, was wir als Agentur gerade so überlegen, was man dagegen machen kann. Und natürlich bin ich sehr interessiert, was andere Leute dazu denken. Die Probleme sind erstens natürlich so bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Team diese Sachen bearbeiten. Die müssen tatsächlich in solchen Fällen, wo jemand zum Beispiel am Telefon oder häufiger in der E-Mail sowas schreibt, ja auch tatsächlich darauf eingehen, beziehungsweise sich entscheiden, darauf nicht einzugehen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, weil es gibt schon irgendwie so einen Grad, wo man sagt, ab welchem Punkt ignoriert man das denn nicht mehr oder wieder bewusst oder sowas. Also wenn man sagt, okay, eigentlich möchte ich wissen, dass du nicht teilnimmst an diesem Programm. Das reicht mir vollkommen aus, aber du hast mir jetzt gerade auch geschrieben, dass du einen Trauerfall in der Familie hattest oder vielleicht sogar wer gestorben ist oder sowas. Und dann ist es auch gar nicht so einfach zu entscheiden, zu sagen, gehe ich da jetzt gar nicht drauf ein, schreibe also formal vielen Dank, ich bestätige die Abmeldung. Oder gehe ich drauf ein und sage, ich drücke mein Beileid aus oder sowas. Oder beantworte ich das gar nicht, weil die Person vielleicht gerade was anderes zu tun hat, aber eigentlich sagen wir mal, wir bestätigen zumindest immer, dass das angekommen ist. Also das ist so das kleine Problem. Das Größere ist, dass sich aus meiner Wahrnehmung über dieses Entschuldigungsverhalten sozusagen minimal immer ein Müh die Grenze verschiebt, dass es zum Normalfall wird, dass man begründet und auch sozusagen möglichst ernsthaft begründet, warum man irgendwas nicht macht, nicht schafft, nicht teilnimmt etc. Und wir reden ja von Erwachsenen. Also ich würde jetzt für Kinder und Jugendliche, na, das Fass mache ich nicht auf, das ist ein anderes Thema. Wir reden jetzt erstmal von Erwachsenen. Und wenn die irgendwo nicht teilnehmen, dann ist es ihre Entscheidung gewesen. Die haben vielleicht irgendwo eine moralische Verpflichtung, wenn sie sich bei einer Veranstaltung angemeldet haben, wo sie gar nicht wussten, ob sie teilnehmen können oder nicht. Und sie haben anderen Leuten Platz weggenommen. Können wir darüber reden? Meinetwegen ist jetzt aber auch nicht das Thema. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es erwachsene Menschen sind und die entscheiden, dass sie diese Veranstaltung absagen müssen. Und sie alleine müssen das mit sich ausmachen und begründen und uns dann nicht eine Begründung dazu liefern und erst recht nicht eine Entschuldigung und erst recht nicht eine persönliche Entschuldigung. Und wie gesagt, ich denke, dass sich damit sozusagen immer weiter ein ganz kleines Stück Gesellschaftliches verschiebt, dass es sozusagen der Normalfall wird, so Entschuldigung und Begründung immer liefern zu müssen und dass es eher seltsam ist, dann wenn tatsächlich jemand ganz ohne Begründung absagt oder vielleicht auch mit einer ganz unpersönlichen Begründung oder vielleicht mit einer anderen Begründung, sowas wie ich habe mir überlegt, ich würde an dem Tag lieber ans Meer fahren und am Wasser spazieren gehen oder sowas. Vielleicht verschiebt es jetzt auch die Grenze, dass man sozusagen Begründungen konstruiert, weil es irgendwie nicht mehr reicht, einfach so abzusagen oder abzusagen, weil man an den Strand fahren möchte oder abzusagen, weil man eine andere Arbeit machen möchte oder abzusagen, weil man Kindergeburtstag hat oder ich weiß nicht was. Ah, Kindergeburtstag wird auch tatsächlich oft in diesen E-Mails genannt. So viel das Problematisieren. Jetzt die Frage, was man machen kann. Wir haben jetzt so drei Sachen mal in der Agentur auf dem Zettel. Das erste ist, wenn wir sowas schreiben über E-Mail, also wir schreiben typischerweise, hallo, Sie sind ja angemeldet, die Veranstaltung ist nächste Woche oder das Programm beginnt nächsten Monat oder ähnliches. Wenn Sie noch absagen wollen, dann schreiben Sie uns bitte kurz, dass Sie ja noch absagen möchten. Und jetzt haben wir mal angefangen, dazu zu setzen den Satz, wenn Sie noch absagen möchten, sagen Sie bitte noch ab und Sie müssen das bitte nicht begründen. Erste leichte Tendenzen, das scheint ganz gut zu funktionieren. Zweiter Punkt. Anonymisierte Anmeldeverfahren. Also man kann natürlich auch Anmeldungen über Eventbrite organisieren oder Sing-Ticketing oder tausend Plattformen. Da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man sozusagen sagt, wenn Sie absagen wollen, melden Sie sich da ab, weil das dann tatsächlich irgendwie so eine Maschine ist, wo man nur den Haken auf Absagen setzen muss. Das erleichtert das, da kommt man da irgendwie ein bisschen drum rum. Es hat andere Nachteile, beispielsweise in vielen Projekten wollen wir gerne einfach die direkte und persönliche Kommunikation. In Projekten, wo es sich aber anbietet, das sozusagen über die Maschine zu machen, kann man es da gut machen und Punkt.
Drittens, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, manchmal wollen wir tatsächlich wissen, warum Leute absagen. Das Typische ist dann eher, dass sie nicht absagen und trotzdem nicht teilnehmen. Also wenn wir Veranstaltungen machen, die eine ganz hohe No-Show-Quote haben oder eine besondere No-Show-Quote, also Leute, die sich nicht abgemeldet haben und trotzdem nicht gekommen sind, dann interessiert uns das häufig, weil man ja nicht weiß, wenn da jetzt, keine Ahnung, 30% nicht gekommen sind, haben die einfach vielleicht unsere E-Mails gar nicht erhalten vorher, haben die nicht gewusst, wann sie wo sein müssen, haben sie technische Probleme, ist ihnen was dazwischen gekommen, dachten sie, sie wären vielleicht gar nicht angemeldet. Das ist für uns als Organisatoren von solchen Sachen tatsächlich eine relevante Information. Und da haben wir jetzt versucht, das auch zu anonymisieren, auch zu versuchen, die Leute nicht persönlich anzusprechen, so im Sinne von du, Maria Müller, warst aber nicht da, warum warst du nicht da? Sondern Beispiel von letzter Woche, wir schreiben alle Leute an und den Leuten dann differenzieren und sagen, wenn du da warst, magst du hier den Evaluationsbogen ausfüllen. Wenn du nicht da warst, magst du hier eine Mini-Evaluation machen, quasi, warum du nicht da warst. Also einfach nur eine Frage in einem anonymen Formular, wo man dann sagen kann, ich war nicht da, weil, und dann gibt es verschiedene Kategorien, man kann auch sonstige schreiben. Aber damit wir zumindest noch eine Idee haben, wenn das so ganz außergewöhnliche Sachen sind, woran es gelegen hat und was man das nächste Mal besser machen kann. Also vereinfachen, anonymisieren, kategorisieren statt persönliche Begründungen. Soweit. Mich interessiert sehr, haltet ihr diese Frage für vollkommen überbewertet? Na gut, dann wärt ihr vielleicht nicht bis zum Ende dieses Videos gekommen. Habt ihr selbst Erfahrungen damit? Seht ihr das auch in anderen Bereichen? Nehmt ihr das anders wahr? Habt ihr möglicherweise eigene Verfahren oder Vorschläge für Verfahren, wie man damit umgehen kann? Kommentare am liebsten unter dem Blogartikel auf jyran.de.